Rot, rosa, weiß, gesprenkelt oder gekräuselt. Was an Weihnachtsstern so schön anzusehen ist, ist nicht die Blüte, die ist unscheinbar. Diese Hochblätter, die sollen natürlich in der Natur dazu dienen, Insekten anzulocken und so weiter. Die Blüte an sich ist ja dieser kleine Knopf hier in der Mitte. Und die anderen werden einfach nur in der Jahreszeit dann ausgefärbt, dass die Pflanze ja, für die Insekten oder für uns halt schön aussieht. 15.000 Weihnachtssterne wachsen in Andreas Rahls Gärtnerei in Schürsdorf. Für die bunten Blätter mussten sie früher verdunkelt werden. Aktuellen Sorten reichen die Herbstnächte. Tagsüber mögen es Weihnachtssterne hell und warm und sie sollten nicht im Wasser stehen. Der Weihnachtsstern ist eine sehr empfindliche Pflanze. Also man sollte ihn nicht auf die Fensterbank stellen, weil dann man natürlich dann mal lüftet. Und dann hat man die kalte Luft von draußen, man hat die Heizungsluft von unten. Das heißt, man sollte immer auf jeden Fall einen richtigen Standort wählen, damit er auch lange hält. Und dann sieht er natürlich immer toll aus in einem Korb, in einem roten Topf. Jetzt beliebt, rosa und weiß, genau wie diese. Sie passen auch zur Herbstdeko. Je näher Weihnachten rückt, desto gefragter sind rote Weihnachtssterne. Auch da gibt es Unterschiede. Roter Weihnachtsstern ist ja nicht gleich roter Weihnachtsstern. Also wir haben jetzt hier einmal die Winterrose, die so ein bisschen ja fast wie eine Rose aussieht. Dann gibt es einmal in den Rotfarben, wenn ich jetzt die beiden vergleiche, das ist einmal ein ganz dunkles Rot und ein klassisch Weihnachtsrot. Oder für ganz ausgefallene Wünsche hat man hier ja noch eine Eichenblatt oder so eine spitzblättrige Sorte. So hat man natürlich für jeden Geschmack was zu bieten. Richtig gepflegt können Weihnachtssterne jahrelang Freude machen. Sobald die Tage wieder länger werden, dann im Frühjahr, wenn man es dann so lange geschafft hat mit ihm, dann werden die Tage länger und dann sagt er, geht er wieder ins vegetative Wachstum und wird wieder größer. Und dann kommen wieder neue grüne Blätter, die sich dann wieder, wenn die Tage kürzer werden im Herbst, dann wieder rot verfärben. Nach Weihnachten muss man die Pflanze also nicht wegwerfen. Wenn sie im Herbst dunkel genug steht, kann sie auch die nächste Weihnachtssaison einläuten.